weil es schon immer so war. Der offizielle Podcast vom Team 2020 mit Frank Helmerich und Tobias Sahn. Grüß dich, Tobias. Guten Abend, Herr Helmerich. Guten Abend. Ja, guten Abend. Es ist Freitagabend, es ist wieder soweit. Stadtratssitzung. War gestern eine Sondersitzung sogar. Sondersitzung. Nächste Woche kommt nämlich die normale. Genau. Diesmal Thema Grundschulbau. Oder auch nicht. Das werden wir am Ende dieses Podcasts erfahren. Ach so, das ist richtig. Das Ende verraten. Okay, los. Ja, warte mal, ich muss mal das Halsband meines Hundes abmachen. Ey. Der klingelt hier rum. Ihr seht, wir sind wieder unfassbar gut vorbereitet an so einem Freitagabend. Ne? Natürlich sind wir vorbereitet. Also wir sitzen hier auch schon 2 Stunden. Ja, im Keller, weil mein Büro immer noch geschlossen ist, wegen Wasserschaden übrigens. Ja. So. So, jetzt zur Grundschule. Du möchtest anfangen. Alles klar. Wir fangen an. Du weißt, wie es losgeht. Ja. Erstmal, alle Stadträte waren anwesend, plus Herr Ebner, der Ortssprecher aus Aub, Frau Palmer, die ehemalige Rektorin der Grundschule und jetzige Schulrätin, Frau Bartelmess und Herr Kuhn vom Architektenbüro Bauer Consult. Genau. Lass uns beginnen. Und einige Zuschauer, ich glaube, also 20 waren sicher da. Ne? Ja, 20, 30 Leute werden es gewesen sein. War voll. Gehen wir zur Gliederung, wie immer. Punkt 1, Protokollgenehmigung. Tobias? Ihr werdet es nicht glauben, aber den Punkt gab es diesmal nicht. Wieso das denn? Keine Ahnung. Warum okay. Das denn? Ich glaube, das wird nächste Woche in der Stadtratssitzung nachgeholt. Ah, so. Sondersitzung, kein Protokoll. Ja, dann kommen wir schon zu Punkt 2. Auch gleichzeitig der letzte Punkt. Ja, Schule. Okay, Sanierung, Erweiterung Grundschule, Vorstellung der aktuellen Planungen durch die beteiligten Planungsbüros sowie Sachstand Förderantragsverfahren. So steht's da. Also, wie hat's angefangen? Der Bürgermeister liest den Sachverhalt vor, den langen Sachverhalt. Was bisher geschah? Es war einmal im Januar 2016. Das hast du schön übergeleitet. Na klar. Ja. Also die Stadtratssitzung hat tatsächlich begonnen mit einem Sachvortrag vom Bürgermeister. Das waren so 30 Minuten circa, ja. So ungefähr 30 Minuten. Ich habe mich der Sache mal angenommen und versucht es mal in vielleicht 3 Minuten, vielleicht 5 Minuten zusammenzufassen, um was es grundsätzlich geht. Also, wie der Frank schon gesagt hat, es war einmal am 21. Januar 2016, als der Schulrat aus Bad Neustadt in der Stadtratssitzung kundgetan hat, dass die Gebäude, der bauliche Zustand der Gebäude nicht gut ist und dass auch bevorstehende Ruhestandsversetzungen von Rektor und Konrektor dazu anregen sollten, über eine Neugestaltung von Grundschule, Mittelschule, überhaupt der Schulen in Königshofen stattzufinden hat. Diesen 2 Schulen. Dann ist eine lange Zeit vergangen. Der nächste Punkt, den ich erwähne, ist im Frühjahr 2018. Also bis dahin sind die Planungen vorangeschritten. Man hat sich entschlossen, ein neues Grundschulgebäude zu bauen, zu planen erstmal. Für diese Planung wurde dann ein Architektenbüro beauftragt. Das war das Büro Bauer Consult aus Haßfurt. Die machen, glaube ich, mehrere Sachen für Königshofen. Das oder? Ist diese, nicht. Ja, ja. Und ich glaube, die haben auch schon Schulen geplant, so wie sie sagen. Ja, das ist ein großes Architektenbüro, das auch von Königshofen oft beauftragt wird. Okay. Urbani-Quelle ist so ein Stichwort. Genau. gleichzeitig im Frühjahr. Wieso nennst du jetzt gerade Urbani? Fällt mir gerade ein, weil es halt nicht so lange her ist, dass wir darüber geredet haben. Ja. Okay. Gut. Lass mich doch. Was wurde noch? Im Frühjahr 2018 wurde noch beschlossen in dieser Stadtratssitzung, dass der Standort an der Wallstraße verwirklicht wird. Also zu dem Zeitpunkt von 2016 bis 2018 in den 2 Jahren wurde der Irena-Sendler-Schule Standort schon wieder verworfen. In den 2 Jahren wurde diskutiert, welchen Standort man nimmt. Man hat sich dann für die Wallstraße entschieden. Gleichzeitig hat das Architektbüro 3 Varianten vorgestellt, wie man an der Wallstraße bauen könnte. So. So viel zum Jahr 2018. Dann springen wir mal ins Jahr 2019. Im Jahr 2019, im Sommer, hat der Stadtrat dann endgültig beschlossen, dass die Variante 3 gebaut werden soll. Gleichzeitig hat das Architektenbüro Bauer Consult eine erste grobe Kostenschätzung vorgestellt, die sich zwischen 6,5 und 7 Millionen Euro damals bewogen hat. Nur so für am Rande. Mittlerweile liegen die Planungskosten bei 16,5, glaube ich, Frank. Ist nicht wahr. Ja, doch. Also unwesentlich höher.
Gut, wir gehen zum Herbst 2019. Im Herbst 2019 hat die Stadt Bad Königshofen Genehmigungs- und Förderanträge abgegeben an der Regierung, um die Sache weiter voranzutreiben. Im November 2019 war die Bürgerversammlung im großen Kursaal zum Thema Grundschulneubau. Ich sag nur, super geile Schule. So wurde das tatsächlich damals genannt von dem Architekten vom Bauer Consult, hat er gesagt, ne? Supergeile Schule. Ist, ja, wir bekommen eine supergeile Schule. Genau. Das waren seine Worte. Ja, nicht. Okay. Vielleicht der ein oder andere war da. Ich glaube, die Bürgersammlung brauchen wir jetzt nicht mehr so viel weiter zu verlieren. So, jetzt beginnt im Endeffekt, das war so chronologisch, was die Jahre vorher passiert ist. Und von dieser Bürgerversammlung bis heute war das Ziel immer Beginn der Baumaßnahme in den Sommerferien 2020. So. Jetzt steht zum Beispiel bei mir auf dem Skript, was ist in der Zwischenzeit passiert? Ich weiß es. Ja. Die Bäume sind gefällt worden. Stimmt, immerhin. Von der Grundschule. Immerhin. Ja. Immerhin, die Bäume sind gefällt worden, immerhin. Weil die Aussage von Verwaltung und Bürgermeister war nämlich, wir wissen es nicht, keine Ahnung. Es hat sich niemand gemeldet von der Regierung, es hat sich niemand gemeldet vom Landratsamt. Sie wussten keinen neuen Stand. Das haben wir in den letzten Podcasts immer wieder wiederholt. Wir haben immer wieder die Frage gestellt in der Stadtratssitzung, gibt es was Neues in Sachen Schule? Hat sich was getan in Sachen Schule? Ja. Es war immer nein. Das war seit April, Mai, wann es begonnen hat für uns. Genau. In jeder Sitzung haben wir nachgefragt. Ja, das habt ihr bestimmt schon ein paar Mal gehört, wenn ihr das hier ab und zu mal verfolgt habt. Also, was ist passiert in der Zwischenzeit? Keiner weiß es so genau. Was man wieder genau weiß, ist, dass am 23.09.2020, also vor gut 2 Monaten, gab es dann ein Gespräch der Stadt und des Bürgermeisters und der Verwaltung in Würzburg bei der Regierung. Es war lang ersehnt. Also man muss fairerweise sagen, es wurde des Öfteren versucht, Kontakt mit der Regierung aufzunehmen von Seiten der Stadtverwaltung und man ist nie durchgekommen. Ja. Ja, es kam nie zu einem Treffen oder zu Telefonaten bis, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt. Bis zu diesem 23.09., ja. In der anschließenden Stadtratssitzung, wir erinnern uns an 2 Podcasts zurück, hat der Bürgermeister dieses Gespräch als ernüchternd bezeichnet. So kann man das wohl auch sehen im Nachgang. Dazu kommen wir gleich noch. Dann chronologisch weiter bis zu dem Tag gestern. Ich versuche bis zu dem Tag gestern alles chronologisch jetzt aufzuzählen. Passiert ist dann noch am 4. und am 5. November, also vor gut 2 Wochen, gab es Gespräche im Landratsamt. Da wurde eine ganz neue Sichtweise der Beteiligten festgestellt von Seiten der Stadt Bad Königshofen. Also es kam sehr überraschend scheinbar, nicht nur scheinbar, es kam sehr überraschend laut Aussage, wie dort die Maßnahme gesehen wird, nämlich nicht positiv. Ja. So, dann haben wir schon, kommen wir schon in dieser Woche an. Heute ist Freitag, gestern war Donnerstag die Stadtratssitzung und im Laufe dieser Woche haben die Stadt Bad Königshofen noch 2 weitere Schreiben erreicht, wiederum von der Regierung in Würzburg und auch vom Landratsamt in Neustadt. Das war Montag, Dienstag oder Dienstag, Mittwoch, ich weiß es gar nicht genau, ist auch nicht relativ egal. Also der letzten 2 bis 3 Tage vor der Stadtratssitzung haben 2 ausführliche Schreiben die Stadt erreicht. So. Diese Schreiben sind auch Grundlage für die Diskussion anschließend gewesen. Deswegen versuchen wir jetzt kurz zusammenzufassen, was in diesen Schreiben stand. Wir fangen mal an mit dem Schreiben der Regierung. Willst du an? Ich fange an, ne? Ja, fang du an. Ich komme gleich dazu. In dem Schreiben der Regierung wird unter anderem bemängelt, dass die Verfahrenswege nicht eingehalten wurden. Das heißt, Anträge wurden gleichzeitig abgegeben, die nacheinander abgegeben werden sollten. Ist das ein Problem? Scheinbar ist das ein Problem. Ich arbeite nicht in einer Behörde, ich habe keine Ahnung. Scheinbar ist das ein Problem. Laut Aussage der Verwaltung sollte das kein Problem sein. Die in Würzburg sehen das wohl anders. Ja. Gut, der Einreichungsvorgang war nicht korrekt, steht da. Des Weiteren steht da, dass ca. 35% der geplanten Flächen dieses Grundschulneubaus gar nicht der Grundschule zuzurechnen sind, sondern... Also du sagst gerade, es sind 1/3 der Flächen sind überhaupt nicht förderfähig quasi. Nein. Das ist ja eine ganz schöne späte Erkenntnis. Das heißt, das sind... Dieser Bereich, der quasi jetzt auf den Flächen der Mittelschule ist, genau. Der wird auch noch umgebaut für die Grundschule und der ist nicht förderfähig. Das hat die Regierung festgestellt. 35% der Flächen, die im Plan angegeben worden sind, sind der Mittelschule zuzurechnen. Diese sind nicht förderfähig, weil es ein Grundschulförderantrag ist. Da wird jetzt 4-5 Jahre geplant und jetzt plötzlich ist es nicht mehr förderfähig. Ja, es ist halt nicht mehr förderfähig. Wie gesagt, es kam dann die Frage auf, ob das die Architekten denn vorher nicht wussten und leider
Gottes bekamen wir da keine klare Aussage dazu. Tja. Gut, wir machen weiter. Ihr seht, es sind viele Punkte. Wir können auf jeden ganz ausführlich eingehen. Das Dritte, was in dem Schreiben steht, was prägnant ist, ist, dass die Regierung ganz deutlich schreibt, dass die Planung dieses Bauvorhabens ganz alleine Angelegenheit der Stadt Bad Königshofen sind. Und die Regierung nur anschließend feststellt, ob es förderfähig ist oder nicht. Das allein ist die Aufgabe der Regierung in Würzburg, dieses Amtes. So, das steht da deutlich drin, diese drei Sachen. Ganz kurz mal, Tobias, was braucht man eigentlich alles, bis man tatsächlich jetzt bauen kann? Ich habe gehört, es gab jetzt eine Genehmigung schon, es ist die schulaufsichtliche Genehmigung, die ist erteilt worden. Die schulaufsichtliche Genehmigung. Da geht es um die Räumlichkeiten. Um das Raumprogramm, um das pädagogische Konzept und so. Genau. Was fehlt jetzt noch? Was fehlt, ist die baurechtliche Überprüfung. Okay. Die fehlt noch. Und die, natürlich der Förderantrag, ob es förderfähig ist. Oder genau, nicht. Am Anfang hieß es ja mal, es wird bis zu 90% gefördert. Mhm. Und davon ist man ausgegangen, ja. Ja, und das hat sich, glaube ich, leicht verändert. Leicht. Okay. Nach unten. Leider. Ja. So viel zum Schreiben der Regierung. Dann kam anschließend oder am gleichen Tag ein Schreiben vom Landratsamt. Ich habe das Schreiben zusammengefasst in kurzen zwei Sätzen. Da steht, man sieht seitens des Landratsamts eine nicht unerhebliche Verschärfung der finanziellen Situation der Stadt Bad Königshofen, wenn sie denn diesen Grundschulneubau durchzieht. Diese finanzielle Situation ist jetzt schon finanziell angespannt. Ja, da möchte ich ganz kurz was dazu sagen. Ja, das ist, glaube ich, eine gewisse Frau Wallraff von der Rechtsaufsicht im Landratsamt. Und sie meinte, dass sich, wie gesagt, diese Verschärfung der finanziellen Situation für Bad Königshofen eigentlich sehr negativ auf diesen ganzen Bau auswirkt. Bedingt durch Corona, durch Zuschüsse, die an die Kur jetzt fließen müssen, aufgrund von Corona-Ausfällen auch. Man vermutet, dass wir dieses Jahr auch ein Wahnsinnseinbrechen in der Gewerbesteuer hat, etc. Ja, und deswegen ist die Finanzierung der Grundschule und inklusive der Bau ist die Rechtsausschuss beziehungsweise die Rechtsaufsicht steht dem ganz skeptisch gegenüber. Genau, da steht in dem Schreiben, deshalb haben sie größte Bedenken. Hm. So. Also zwei relativ eindeutige Schreiben, die diese Woche in der Stadt ankamen. Auf dieser Grundlage haben wir gestern diskutiert und eine Stadtratssitzung abgehalten. Mhm. Das wollten wir euch vorher mitteilen. Sonst fehlt einiges an Kontext. So. Ich hoffe, ihr konntet da einigermaßen mitkommen. Wie gesagt, teilweise ein bisschen verwirrend, dass man da mitkommt, wann, was, wo, wie geschah. Aber ich hoffe, wir können da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Eine E-Mail kam auch noch oder ein Telefonat, da bin ich mir nicht ganz sicher. Der Bürgermeister hat es teilweise zitiert, ein Gespräch oder die E-Mail vom Landrat, die er auch erst letzte Woche erhielt. Und zu entnehmen ist, dass die Verlegung des Allwetterplatzes um 11 Meter Richtung Sportplatz, also ihr wisst, zwischen Grundschule und Schwimmbad ist dieser rote Allwetterplatz und der hätte für den Umbau oder den Neubau der Grundschule hätte der verlegt werden müssen. Und es hieß eigentlich, immer, das wird auch vom Kreis gefördert, aber jetzt plötzlich wird keine Förderung mehr in Aussicht gestellt. Ja. Der Herr Schönefeld hat auch gleich gemeint, er versteht es nicht, der Kreisbaumeister wusste immer Bescheid und der muss ja sowieso dem Landrat Bericht abgeben, das heißt, der Landrat hat auch von all den Maßnahmen Bescheid gewusst und er meint, damals war es eindeutig, dass die Verlegung des Platzes vom Kreis gefördert wird und jetzt möchte man davon nichts mehr wissen. Es ist also alles sehr skurril und man blickt nicht wirklich durch, was genau geschieht. Ja, das ist so der Tenor, der sich ein bisschen durchzieht durch die ganze Stadtratssitzung. Dieser Zeitraum von letztes Jahr Sommer bis dieses Jahr Herbst ist sehr undurchsichtig, was da wo passiert ist. Da ist wenig an die Stadt Offizielles gekommen und keiner kann sich genau erklären, warum. Dass es jetzt so gesehen wird mit diesen zwei Schreiben. Richtig. So, das war so die Antwort, die man darauf bekommen hat. Also, wie gesagt, das war jetzt erstmal der Sachverhalt, der vom Bürgermeister uns weitergegeben wurde. Dann wurden die verschiedenen Briefe zitiert und dann kam es dann quasi auch zu einer Fragenrunde quasi, die Stadträte an die Stadtverwaltung, an die Schulrätin und an die Architekten stellen konnten. Da war dann schon die erste Stunde um.
Richtig. Ja, ich habe dann das Gespräch mit unserer neuen Schulrätin gesucht, Frau Palmer, die ja vorher noch Rektorin war der Grundschule. Ich habe sie gefragt, wie sie eigentlich zu diesem ganzen Schulprojekt steht. Und ihre Antwort war leider auch sehr ernüchternd. Laut ihrer Aussage wurde des Öfteren die Planung von ihr bemängelt und der Platz sei nicht ideal für die Grundschule. Und auch sie favorisierte einen alternativen Standort. Ob das jetzt Irina Sendler Schule war oder ob das gar noch was ganz anderes ist, konnte ich jetzt auch nicht sagen. Herr Stadtrat Anton Fischer widersprach ihr vehement, muss ich sagen, dass er von ihr so gut wie nie Kritik hörte in den letzten Jahren. Und nun das, aber Frau Palmer konnte schnell ihre Mängelliste anbringen, welche auch durch Frau Wilimski übrigens bestätigt wurden, da sie sämtliche Schulausschusssitzungen in den letzten Jahren mitprotokolliert hat und konnte somit Frau Palmers Aussagen untermauern. Damit kann man ja nicht rechnen. Tja, Lehrer halt. Interessant. Ne? Ja, naja. Ist richtig. Die Lehrer doch mal was richtig gemacht. Was heißt da doch mal? Ja, Leslie. Schon mal, jetzt reicht's aber, ja. Kleiner Insider. Ja, dann kamst du ja auch zu Wort. Du hast ein kleines, Wortgefecht sagen, aber du hattest den Dialog mit Frau Sperl gesucht, ob sich denn die Stadt Bad Königshofen irgendwas vorwürfen könnte. Ja, für mich stand die wichtigste Frage, die für mich im Raum stand, ist, was ist in diesem einem Jahr passiert, in dem nichts an Kommunikation stattfand. Deswegen frage ich mich, Wie kommen zwei solche Schreiben zustande von Regierung und Landratsamt, die völlig ablehnend sind und völlig überraschend kommen? Da stimmt irgendwas nicht, das habe ich gefragt, wie sich die Verwaltung das erklärt. Als Antwort habe ich im Endeffekt bekommen, dass sie es nicht wissen, dass sie immer alles rechtzeitig vorgelegt haben und alles abgesprochen war, alles wurde pünktlich eingereicht und sie es nicht verstehen. So, ja, und im Vorfeld haben sie auch immer gesagt bekommen, sie können so weiter planen. Ja. Laut Aussage. Genau. Naja. Komisch. Ja, ist alles sehr verzwickt, Tobias. Ja. Dann hat der, wo sind wir? Der Herr auch hat noch was gesagt, oder? Ja, davor wollte ich noch kurz was sagen. Frau Dietz hat sich, wollte erst noch einiges von den Architekten wissen, wie sie überhaupt an diese ganzen Planungen herangegangen sind und ob sie nicht wussten, wie teuer das Gebäude hätte eigentlich kosten dürfen von Seiten der Regierung. Weil auch Frau Friedler hat da, glaube ich, schon mal ausgerechnet, dass diese Schule mit so und so vielen Klassen um die 10 Millionen hätten kosten dürfen. Das kann man selbst als Laie recherchieren. Und jetzt plötzlich ist der Bau explodiert. Und angeblich ist doch Bauer Consult so erfahren in Sachen Schulbau. Tja, an sich haben die Architekten nur gemeint, es ist nicht zu teuer. Und im Vergleich mit anderen Schulen zeigt es, dass diese Planung voll im Rahmen ist. Und sie sind sich auch keinerlei Schuld bewusst. Das mag so sein. Schwierig nachzuprüfen, keine Ahnung. Für uns ganz schwierig, klar. Weder Architekt noch... Natürlich. Wenn die das sagen, müssen wir das erstmal so... Ja. Schwierig. Dann kam aber der Herr auch, nachdem unser Stadtrat Olli Haschke gefragt hat, ob der auch was dazu sagen kann. Der Herr auch ist der Kämmerer der Stadt. Genau, wie es mit der Finanzierung aussieht. Finanzen, ja. Er auch hat dann die mögliche Finanzierung zusammengefasst und sagte uns, dass theoretisch es möglich wäre, aber dann könnte die Stadt auf Jahre keine großen Investitionen mehr stemmen. Und außerdem würde er sich nicht gegen den Rat einer Rechtsaufsicht stellen wollen. Ja, und auch die Renovierung der Mittelschule würde wohl auf längere Zeit nicht in den Angriff genommen werden. Also vielleicht kurz zur Erklärung, die Rechtsaufsicht ist im Landratsamt und das Landratsamt muss quasi als Rechtsaufsichtsbehörde von den Kommunen, die den Finanzplan und die Darlehensbeantragung und sowas absegnen. Richtig. Und es hat auch... Wie in dem Brief deutlich formuliert, richtig. Das größte Bedenken. Und, ja. Und ihr könnt euch alle vorstellen, dass natürlich diese Finanzierung von diesen 16,5 Millionen, die im Raum stehen, so einfach, für den Haushalt sehr belastbar sind. Und naja. Ja. Gut. Na gut, dann kam der Herr Köh zu Wort. Er hat gemeint, wir kommen hier an dieser Stelle nicht weiter. Wir sollen die Vergangenheit ruhen lassen und Schuldzuweisungen bringen jetzt auch nichts mehr. Lasst uns doch in die Zukunft blicken. An sich hat er da auch recht, finde ich. Aber 5 Jahre Planung nicht aufzuarbeiten, in der es um eine Menge Kohle ging und jetzt auch eine Menge Planungsgeld schon ausgegeben wurde, lässt uns eigentlich nicht kalt. Das hat der Herr
Dr. Köth gemeint und das war so unsere Antwort darauf. Des Weiteren hat er Köth das Gespräch dann weiter voranbringen wollen und er meinte, wir brauchen natürlich jetzt Alternativen, hat er vollkommen recht. Er hat dann die Grundschule in Unteressfeld ins Spiel gebracht. Dort hätte man alles, Platz, eine Turnhalle und man könnte eventuell auch leicht ausbauen. Tobias, was meinst du dazu? Unsere ganzen Kinder nach Unteressfeld bringen? Ja, ich weiß nicht, ich bin da skeptisch. Du hast da einen schönen Satz, was hast du dazu gesagt? Ja, für mich ist es ganz klar hier, kurze Füße, kurze Wege. Das heißt, es sind die Klassen 1 bis 4. Es sind, ich glaube, um die 180 Grundschüler gerade in 8 Klassen untergebracht bei uns. Und wenn wir die im Prinzip alle nach Unteressfeld bringen wollten, ja, okay, man muss fairerweise sagen, von den 180 Schülern kommen 150, glaube ich, direkt aus Bad Königshofen, ist für mich schwierig. Absolut schwierig und nicht vertretbar eigentlich. Es sind ganz viele Familien, die nach Königshofen ziehen, weil wir hier diesen hervorragenden Schulstandort haben. Und wenn wir das jetzt quasi mit der Grundschule versuchen, hier auszulagern, boah, da habe ich sehr, sehr... Also ihr seht schon, das ist ganz sicher eine Alternative, die uns nicht als erstes einfällt. Das ist richtig. Ja, auch vielleicht nicht als letztes. Naja, also, was haben wir also für ein Problem? Die Stadt an sich hat das Hoheitsrecht und könnte, wenn sie wollte, bauen. Genau, ja. Kommunale Selbstbestimmung. Richtig, aber lass uns zusammenfassen, Tobias. Die Regierung ist jetzt eigentlich klar dagegen. Die Rechtsaufsicht ist dagegen. Das Landratsamt, ja. Der Landrat ist wohl auch dagegen, was man so hört. Der Schulrat oder die Schulrätin findet die Lösung auch nicht gerade ideal und der Kämmerer könnte sich auch Besseres vorstellen. Ja? Tja, das ist, sind fünf negative. Das sind fünf negative Punkte und wir wissen auch noch gar nicht, was wir an Fördergeldern bekommen würden. Ja, so, das wäre das Nächste. Ja? Richtig. Hm. Also, gibt es Alternativen? Eigentlich gerade noch keine. Und der Essfeld? Ist wenigstens mal vorgeschlagen. Ja. Wird noch was vorgeschlagen? Die Irene-Sendler-Schule, die könnte auch wieder ins Rennen gehen. Also das ist genau das, was uns so die nächsten halbe, dreiviertel Jahr bis Jahr bevorsteht, genau diese Frage zu erörtern. Gibt es Alternativen? Wo gibt es Alternativen? Ja. Was kann man tun? Ja, es ging dann noch darum, Bau auf der grünen Wiese außerhalb von Bad Königshofen wäre es dann billiger. Angeblich gibt es auf der einen Seite keine Fläche. Und laut Architekten wäre der Bau viel teurer, da es größere Grundflächen geben würde und damit ein größeres Dach. Und das treibt dann den Preis angeblich in die Höhe. Genau. So, das war die öffentliche Sitzung, ne? Das war die öffentliche Sitzung im Prinzip. Dann wurden die Gäste quasi... Ja, entlassen, ja. Erzähl ja doch, da kam noch was von dir, Tobias. Wir sind dann immer heftiger geworden in der Diskussion und irgendwann haben wir uns, glaube ich, im Kreis gedreht und dann hast du die Hände gehoben. Wir sitzen seit 2 Stunden hier, haben das bisschen zusammengeschrieben, haben den Mainpost-Artikel online gelesen, der morgen rauskommt. Und da steht zum Beispiel drin, dass die Diskussion durchgehend sachlich war. Im Großen und Ganzen war sie das. Im Großen und Ganzen war sie das. Zu 98% würde ich sagen, war sie das. Ich bin der Meinung, trotzdem nur zu 98%, denn es wurden 2-3 Mal und immer von der gleichen Person, Regierungsmitarbeiter, Landratsmitarbeiter, beschuldigt, ihren Job nicht richtig zu machen, entgegen jeglicher Schreiben, die da vorlagen und auch völlig der Grundlage entbehren. Das ist nicht sachlich. Ja, man hat halt versucht, immer Schuld zu suchen, wer ist dran schuld. Genau, Schuldzuweisung. Da ging es um die Petitionen, um die Trillerpfeifen, die über den Marktplatz gelaufen sind. Genau. Oh, und ich muss sagen, kann da nur den Kopf schütteln, wie da reagiert wird. Ja, das ist also grundsätzlich mal zu der Auffassung, die wir vielleicht vertreten dazu. Es ist eine Petition oder eine Demonstration, sind heilige Mittel einer Demokratie. Das ist nichts, was man irgendwie nachher ins Feld führen kann, dass das schädlich für irgendeinen Prozess war oder auch nur in die Entscheidungsfindung eingreift. Jeder Bürger hat das Recht, das zu tun, ob das einem passt oder nicht, als Würdenträger oder auch als Bürger. Das ist völlig egal. Und es hat an der Stelle gar nichts verloren und schon gar nicht an Personen, der persönlich deswegen belangt oder angegriffen zu werden. Ja. So viel als Meinung dafür von uns. Da gebe ich dir vollkommen recht. Na dann, gut, aber dann war der nicht öffentliche Teil, dann wurde nochmal so circa eine Stunde diskutiert. 50 Minuten habe ich mir auch schon gedacht. Richtig, und in der Zeit haben einige Bürger noch vor den Türen der Frankentherme gewartet. Also es war dann, man muss dazu sagen, es war schon kurz nach 9, als der nicht öffentliche Teil losging. Ja. Und dann quasi kurz nach 10, als der nicht öffentliche Teil vorbei war. Genau, und dann durften die Bürger wieder in den Saal, denn es kam zu dem entscheidenden Beschlussvorschlag. Genau, der dann wieder öffentlich sein musste. Richtig.
Also, es kam zu dem Beschlussvorschlag, dass die Maßnahme nicht weiter verfolgt wird. Genau. Aufgrund der ganzen Sachen, die wir gerade erklärt haben, den ganzen Punkten, die alle negativ sind und alles dagegen spricht. So, wie wurde abgestimmt? Das Finale. Das finale Ergebnis war, dass 16 Stadträte waren dafür, die Maßnahme abzubrechen. 15 Stadträte plus der Bürgermeister waren dafür, die Maßnahme so abzubrechen, dass es keinen Sinn mehr hat, es weiter zu verfolgen gegen alle Widerstände. Mhm. 5 Stadträte waren dafür, das weiter zu verfolgen und gegen alle Widerstände durchzusetzen, denn wir können selbst entscheiden, was wir bauen. Richtig, die 5 waren, glaube ich, komplett von der CSU. Das war eine öffentliche. Glaube ich, das war so. Okay. Ja. Ja, so war's. Also, wie gesagt, selbst der Bürgermeister wendet sich unter diesen Voraussetzungen von diesem Projekt ab. Ja. Und jetzt liegt es an uns. Wie geht's jetzt weiter? Im Moment stehen wir jetzt natürlich ohne irgendeine Alternative da. Allerdings. Ja, auch das ist natürlich, das ist Aufgabe der Verwaltung und von der Stadt und vom Bürgermeister, da Ideen zu sammeln, aber auch von uns Stadträten, von allen Bürgern, wenn irgendjemand eine geniale Idee hat, bitte her damit. Überhaupt kein Ding. Das wird schwierig, auf jeden Fall. Es wird schwierig, ja. Aber ich hoffe nicht unmöglich. Resümieren kann man, dass 5,5 Jahre Planung und wie viel hat es gekostet? Darf man das sagen? Weiß ich gar nicht. Darf man eine Menge sagen? Geld. Haufen Kohle, Mann. Weg. Ja. So kann man sagen, einfach weg. Das ist richtig. Aber wie gesagt, die Planungen waren für mich persönlich jetzt nicht optimal. Ja. Und ich hatte im Vorfeld, als ich auch noch kein Stadtrat war, einiges dazu bemängeln gehabt. Details, zu denen wir jetzt gar nichts mehr eingegangen sind. Eben. Weil, wie gesagt, jetzt liegt es an uns allen. Es soll ein Gespräch folgen mit den quasi mit den Stadträten jetzt wieder in Zukunft, dass wir uns um Alternativen kümmern. Das Thema Schule wird uns noch in vielen Podcasts begleiten. Mit Sicherheit. Definitiv. Gut. So, dann würde ich sagen, das war es zum Thema Sondersitzung Grundschule. Wir hören uns eigentlich. Hör doch auf. Wir hören uns jetzt auch eigentlich schon nächste Woche wieder, denn nächsten Donnerstag ist die nächste Sitzung. Yippie, yeah. Dann gibt es auch wieder Feedback und zu den anderen Ausschüssen Informationen. In heute nur Sinne, Schule, ne? Heute war es nur Schule. Nur Schule. Wie bei mir, jeden Tag nur Schule. Du bist der Hamster. Nein, es macht Spaß. Ja, echt? Ja. Das macht Spaß? Vormittags so, recht und nachmittags frei. Sag mal doch so bei Lehrern, oder nicht? Oh, da würde ich wieder die Leslie zitieren. Ja, Frau Dietz übrigens, gell? In dem Sinne. Ich glaube, sie hat eigentlich gar nichts gegen Lehrer. Hoffe ich zumindest. Sagst du. Klar. Schönes Wochenende, Freunde. Ja, passt auf euch auf, bleibt gesund. Tschüss, bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Ja, was heißt vergessen? Komm. Eine Ergänzung. Eine Ergänzung, ja. Mhm. Es geht um die Kosten, um die Planungskosten. Mhm. Wir hauen es raus, komm. Wir haben gesagt, es ist ziemlich hoch, ne? Viel Kohle. Es ist hoch. Wie viel waren es? 1,2 Millionen Euro hat es gekostet, bisher. Bisher, ja, für die Planungskosten. Und was damit Jahre. Jetzt? Die sind weg. Mhm. Einfach so? Weg? Weg. Einfach so. Ich hoffe, wir holen es irgendwann wieder mal rein. SCH Punkt, 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 weg. Es ist richtig. Wie gesagt, dann gab es Zitate dazu, das Planungsgeld ist weg. Und Venedig müssen wir das jetzt durchziehen bis zum Exzess. Wie ihr mittlerweile wisst, war das eine Einzelmeinung. Richtig. Abgeschmettert. Regierung und LRA sind uns in den Rücken gefallen. Also Landratsamt, ne? Ja, sind uns in den Rücken gefallen. Sowas. Kann man so sehen. Oder auch nicht. Muss man auch nicht. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ja. Servus. Macht's gut, ihr Lauscher.